Wie war meine Kindheit? Wie war Jafet Mariani Kindheit? Werde ich immer wieder gefragt. Manche wollen wissen, wie bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, so einen Beruf zu haben. Hallo. Ja, das hat auf jeden Fall auch mit meiner Kindheit zu tun, das alles, was ich so erlebt habe. Natürlich, ich möchte erstmal ganz klarstellen, dass im Vergleich zu vielen Menschen, die ich erlebt habe in meiner Praxis, ist meine Kindheit richtig schön gewesen im Vergleich. Ja, weil ich habe Dinge gehört und gesehen, also gewusst von Menschen, das ist unglaublich. So, das erste, woran ich mich erinnere, ist ein Zimmer, die Küche von meinem Vater sozusagen, voller Rauch. Da haben die Leute damals einfach im Haus geraucht noch. Und ich gehe davon aus, da waren auch Joints im Spiel. Ne? Das waren meine Eltern damals, also zumindest mein Vater war sehr, sehr in der Hippie-Bewegung. Genau. Dann das zweite, woran ich mich erinnere, ist ein Tag, wo meine Eltern, meine Mutter und mein Vater gestritten haben. Und aber ich gehe davon aus, es war nicht der Tag, wo meine Eltern sich getrennt haben. So genau weiß ich nicht, wie das alles gelaufen ist, weil ich einfach zu klein war. Ich kann mich kaum erinnern. Ich weiß nur, dass ich irgendwann nicht mehr bei meinem Vater und meiner Mutter gelebt habe, sondern bei meiner Mutter. Und laut Erklärungen von beide Parteien, sage ich mal so, es klingt so, als ob meine Mutter gesagt hätte, ich will nicht mehr, und sie ist weggegangen und sie hat mich mitgenommen. Erstmal, und dann gab es Streit vor Gericht. Und dann hat irgendwann, nachdem ich ein paar Jahre bei meiner Mutter war, mein Vater vor Gericht geschafft, dass ich zu ihm komme, weil er meiner Mutter was versprochen hat, dass sie mich sehen kann und wann auch immer sie mich sehen möchte und so. Und angeblich, das ist die Version, die ich jetzt so kenne, weil meine Mutter nicht so unbedingt viel Geld hatte, hat sie sich dann sozusagen überreden lassen. Und ja, dann war ich eben eine Weile, oder ich war dann eben bei meinem Vater, bis ich dann erwachsen war. Und aber zurück zu der Zeit, wo ich bei meiner Mutter war, ich kann mich gut erinnern. Sie war erstmal auf der Suche sozusagen nach irgendwie eine Lösung. Und sie war erstmal bei einem Freund von denen. Sie hat bei ihm gelebt, aber der wurde dann Cholerik. Ich kann mich ganz genau erinnern, wie er irgendwann ausgerastet ist und er hat Teller und Gläser geschmissen. Ich kann mich noch erinnern, wie sie über meinen Kopf geflogen sind. Und dann hat meine Mutter sich entschieden, auch von ihm sich zu trennen. Und dann sind wir eine Weile bei meiner Oma gelandet, die eben in Verona gelebt hat. Und dann hat meine Mutter sozusagen bei meiner Oma gelebt und da haben wir gelebt. Aber das ist ja jetzt alles, wie gesagt, sehr vage in Erinnerung. Ich kann mich nur an kleine, kurze Momente erinnern. Und irgendwann bin ich bei meinem Vater, daran kann ich schon erinnern, dass ich bei meinem Vater war. Und dann hat auch eine Phase angefangen, wo, ich sag mal so, einerseits ein bisschen mehr Ruhe war, weil mein Vater wirklich in der Zeit alles mit mir gemacht hat. Er wollte mit mir spielen, hat Dinge aufgebaut, mit Holz gebaut für mich, mit mir stundenlang gespielt. Er wollte wahrscheinlich mir zeigen, wie toll das ist bei ihm. Und das war auch zum Teil wirklich schön. Aber jedes Mal, wenn ich meine Mutter besucht habe, hat er da aus ein Theater gemacht und hat sich oft so am Boden geschmissen, dass er stirbt. Und naja, das war nicht so einfach. Das war wirklich extrem. Jedes Mal, ich wollte einfach nur meine Mutter wiedersehen. Und das war jedes Mal so ein Theater, so als ob Weltkrieg wäre. Und das hat mich echt, ja, das war wirklich anstrengend für mich als Kind. Aber diese Besuche bei meiner Mutter waren wunderschön, weil meine Mutter, ja, wir haben zusammen gekocht und wir haben zusammen getanzt und wir haben zusammen gelacht. Also waren wirklich wunderschöne Momente und ich war auch mal auch in Urlaub mit ihr. Und sie hatte wirklich nicht so viel Geld, aber sie hat wirklich alles mir gegeben, was sie konnte. Ich kann mich sehr gut erinnern daran.
wie schön das war mit dir. Dass, ich habe mich immer wohlgefühlt. Ich habe mich immer sicher und wohlgefühlt. Immer behütet und gleichzeitig frei. Das war wirklich das Beste. Bei meinem Vater habe ich mich zum Teil auch wohlgefühlt, weil er auf jeden Fall sehr viel Musik gehört hat, auch am Anfang viel gemalt hat. Das hat sich dann geändert, ab dem Moment, wo er angefangen hat, bei Berlusconi zu arbeiten im Fernseher. Der hatte davor auch noch ein Kino, den er geleitet hat, ein, sozusagen ein Seekino. Und das war auch schön für mich, diese ganzen Filme zu sehen. Ich habe Filme wie russische Filme gesehen, Tarkovsky, also Wim Wenders oder so Dinge, die jetzt nicht jedes Kind schauen würde. Was natürlich ein bisschen krass war, aber es war schön für mich, weil ich durfte dort die Tickets verkaufen. Und ja, das war auch schön zu sehen, wie mein Vater damals noch ohne Computer die Flyers, die Posters für diese Filme gemacht hat. Wir haben viel in eine, sag ich mal so, in eine bildliche Welt gelebt, so in eine malerische Welt, in eine Fantasiewelt, in eine Filmwelt gelebt. Das war schön bei ihm. Der hat auch so Musik gehört, wie Pink Floyd und so weiter. Und durch ihn habe ich auch das erste Mal U2 gehört und so weiter. Bei meiner Mutter war eher so ein bisschen durchgeknallte Musik manchmal. Aber da habe ich zum Beispiel Depeche Mode angefangen zu lieben. Ja. So eine Weile war auch alles okay für mich. Ja, ich hatte da diese Welt, da hatte ich da diese Welt. Aber dadurch, dass mein Vater jedes Mal so ein Theater gemacht hat, oder meine Mutter kam einmal irgendwie zu spät, was in U-Bahn verpasst hat oder was auch immer, oder im Bus, ich weiß nicht mehr. Dann hat er sie richtig zu Sau gemacht, daran kann ich mich noch erinnern. Vor meinen Augen, das war wirklich schwierig. Was noch schwierig war bei meinem Vater, dass er so ein Mensch ist, der, wenn er denkt, über etwas hat er recht, dann lässt er nicht mehr locker und redet und redet und redet, bis es nicht mehr geht. Und irgendwann muss man ihm einfach recht geben, wenn man aus diesem Streit rauskommen will. Und er hat nicht nur mit mir gestritten manchmal, sondern vor allem mit seiner Frau, die neue Frau, also meine Stiefmutter. Und ja, das war wirklich überfordernd für mich. So, das waren leider nicht so einfache Momente bei meinem Vater. Und ich habe ihn trotzdem geliebt und alles, aber ja, ich habe wirklich in diesen Momenten echt gehofft, dass ich einfach woanders bin. Ich will gar nicht mehr das Ganze zuhören, wie sie streiten und so. Das war wirklich nicht zu ertragen. Naja. So, dann habe ich mich damals in meine damalige, danach Frau geworden. Also, ich habe mich damals verliebt in eine Frau, in Urlaub, bei meinem Vater. Und diese Frau war aus Dresden. Die spätere Mutter, meine, die zukünftige Mutter meiner Kinder sozusagen. Egal, ich war 15, ich habe sie kennengelernt, sie war 17. Ich habe mich voll verliebt. Und dann ging es so hin und her mit Visum, sie besuchen in Dresden, damals war noch DDR, also Ostdeutschland. Und ich kam so in dieser Phase von 15 bis 18, 19, nee, bis 18, ja, so in dieser verrückten Phase, wo ich richtig super verliebt war und diese Züge nehmen, die Polizei an der Grenze und Ostdeutschland zu erleben, wo keiner von den Kindern, die ich kannte damals, eine Idee hatte, also, was ich überhaupt da erlebe, weil es war für alle, sogar für Erwachsene, nicht vorstellbar, was es wirklich bedeutet, in Ostdeutschland zu fahren, wenn man jetzt aus Italien kommt, eine ganz andere Welt. Also mit den guten und schlechten Seiten, ja. Schlecht war natürlich die Polizei, den ganzen Stress, dann diese Kontrollen, die Spionen, es gab Freunde von ihr, die spioniert haben und so weiter. Und einmal musste ich aus dem Zug rausgehen, weil ich wusste es damals das erste Mal nicht, dass ich etwas zahlen muss im Zug, etwas wechseln oder zahlen muss, wie auch immer, weiß ich es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall die Polizei dort, die Ostpolizei hat
mir irgendwas auf Deutsch gesagt, was ich damals noch nicht verstanden habe. Mich einfach mit dem Koffer aus dem Zug gehen lassen. Mich versteckt in ein Zimmer mit anderen Leuten, wo ich richtig Panik bekommen habe. Und dann einfach mir sozusagen der Restgeld, die hatten anscheinend keinen, oder die wollten mir einfach Angst machen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben sie mir dann sozusagen mein Restgeld gegeben. Ich sag mal so, nochmal angenommen, ich musste 50 deutsche Mark zahlen, ich hatte nur 100, dann hatten sie kein Restgeld oder so. Also das war die Geschichte, jetzt weiß ich nicht, ob die Ziffer stimmen oder so. Aber das hat mir dann auch ein Mann erklärt, der genauso in diesem Zimmer war. Auf jeden Fall, dann nahm ich einen Zug danach und dann kam ich sie endlich mal, ich hatte, weiß nicht mehr, ob sie... Wahrscheinlich haben sie auf mich gewartet. Es gab auch keine Handys oder so, damit ich hier sagen kann, was los ist. Naja. Auf jeden Fall, ja, es war sehr abenteuerlich und es war aber auch schön, bei denen zu sein. Und komplett andere Welt, komplett anderes Essen, Erfahrung und andere Klamotten. Es war wie eine andere Welt. Und deswegen fand ich es auch toll. Und natürlich war ich verliebt und alles. Genau. Und dann, ja, das war diese Phase und ungefähr so circa 10 Jahre, vielleicht waren 8, ich weiß nicht, habe ich meine Mutter nicht gesehen. Aber nur einmal habe ich sie gesehen, weil eben ich hatte so viel telefoniert mit meiner Freundin sozusagen, dass ich, damals war anders wie heute, dass ich so Schulden gemacht hatte am Telefon. Und dann habe ich Panik gehabt von meinem Vater, da habe ich meine Mutter heimlich besucht. Und dann hat sie versucht, mir zu helfen und so weiter, aber natürlich konnte sie mir jetzt nicht diesen Kredit, sozusagen dieses Geld einfach geben, weil es war auch geheimnisvoll, dass ich mich mit ihr getroffen habe. Der Grund, warum ich sie nicht mehr gesehen habe, ist, weil mein Vater mir gesagt hat, dass, weil meine Mutter ein neues Kind bekommen hatte, meinen heutigen Halbbruder sozusagen. Er sagte mir sowas wie, ja, jetzt braucht deine Mutter Ruhe für sich, für das Kind. Wenn du hingehst, du störst und bla, alles so Müll. Was natürlich nicht gestimmt hat. Und dann einmal hatte ich meine Mutter am Telefon und ich habe gesagt, ja, ich will dich nicht mehr sehen. Aber das war mein Vater. Mein Vater hatte gesagt, ich soll das sagen. Und er war neben mir. So 10, so sag ich mal so 3-4 Meter vor mir und hat mich angeguckt, ob ich das sage oder nicht. Und deswegen habe ich mich so richtig komisch gefühlt und natürlich habe ich das bereut, mein ganzes Leben sowas gesagt zu haben. Meine Mutter ist natürlich super traurig geworden und ihre ganze Haare sind weiß geworden damals. Aber gut, das war die Manipulation von meinem Vater. Der sehr narzisstisch wollte, dass ich bei ihm bleibe und dass ich meine Mutter nicht mehr sehe. Das war leider ein bisschen diese Situation. Andererseits war mein Vater, wie gesagt, nicht immer so. Der hat auch gute Seiten. Aber ja, man war ein bisschen gefangen, weil ich dort gelebt habe. Ja? Und ich konnte nicht einfach sagen, was ich will oder so. Mein Vater war da sehr bestimmerisch. Und wenn ich was gesagt habe, was ich anders denke, dann waren Diskussionen tagelang. Naja, und dann habe ich eben meine Mutter nicht gesehen. Dann habe ich sogar geheiratet und sie war auch nicht dabei. Und als ich geheiratet habe in Dresden, dann kam meine Frau eben aus Deutschland, aus Ostdeutschland zu uns in Italien. Da gab es auch Stress mit meinem Vater, weil meine Freundin ist auch mit ihm überhaupt nicht klargekommen. Da waren auch Situationen, die wirklich schwierig waren. Und dann sagte mir meine Frau, warum besuchst du deine Mutter nicht mehr? Schreib doch einen Brief. Und dann habe ich meiner Mutter einen Brief geschrieben, wo ich geschrieben habe, weiß nicht, ob du mich überhaupt noch sehen möchtest. Und meine Mutter natürlich geantwortet, du bist mein Kind, warum soll ich dich nicht sehen wollen? Und dann haben wir sie besucht. Und da war dieser Bruder von mir, der Halbbruder Johann. Der hat mich so geliebt, er hat gesagt, oh, ich habe so lange auf dich gewartet, ich habe so viel von dir gehört. Naja, wir haben alle geweint und es war so schön, sich wiederzusehen. Naja, und das ist also die ganze Geschichte jetzt bis dahin sozusagen. Dann vielleicht mache ich einmal noch ein paar Videos über die
weitere Entwicklungen, wie ich überhaupt dann gelebt habe. Aber das ist, woher das alles so kommt, wie ich so bin. Jo. Naja. War nicht alles schön, und aber es war jetzt nicht so schlimm wie bei anderen, keine Ahnung, die viel Schlimmeres erlebt haben. Aber es hat mich sehr geprägt. Und deswegen, ja, jetzt wisst ihr das. Ja, mein Stiefsohn ist auch mit dem Fahrrad hier unterwegs. Und er fragte mich, ja, warum erzählst du das alles? Ja, für dich. Ich sagte, weißt du, ich weiß es nicht, vielleicht ist es, weil ich trotzdem, auch wenn ich jetzt so viele Jahre hinter mir habe, ich bin jetzt 55, immer, du denkst immer daran, weil diese Art von Dingen, ja, wo du liebst einen Mensch wie deinen Vater und du liebst deine Mutter, aber sie sind in diesen, oder er war zum größten Teil mein Vater, meine Mutter hat im Grunde nur reagiert, aber mein Vater war in dieses Ding, dass er auf jeden Fall nicht verlieren darf, er musste immer gewinnen, und ja, man denkt immer dran, weil man ist so immer trotzdem eine Zwickmühle, ja, man liebt einen Mensch, aber man sieht, was dieser Mensch sagt oder macht. Man fühlt das Kind, das ist zu viel einfach, aber man kann es nicht mit dem erklären, man kann sich nicht wehren im Grunde, weil er so dann wirklich pausenlos dich zerstört hat, in Wörtern, hat mich nie geschlagen. Wir haben uns einmal geschlagen, als ich aber schon groß war, als ich verheiratet war, und ja, da gab es eine andere Art von Streit, aber gut, da waren wir beide, da habe ich einfach nicht mehr ausgehalten, sag ich mal so. Da hat es sich erlaubt, mir einmal zu schlagen, obwohl er es nie gemacht hat vorher. Und dann habe ich zurückgegeben. Aber nicht, dass ich jetzt stolz drauf wäre. Also, aber nur um zu sagen, das war nicht diese Gewalt, aber es war diese psychische Gewalt. Mich einreden, wie meine Mutter wäre, dass meine Mutter ständig mit anderen Männern was hätte und bla bla bla. Alles Blödsinn, weil ich habe dann meine Mutter jedes Mal gesehen, sie war total liebevoll und immer auf der Suche nach der wahre Liebe und so, und sie ist seit tausenden von Jahren mit dem gleichen Mann, also alles Blödsinn. Aber egal, wie gesagt, also mein Vater hatte auch gute Seiten, und so hat man einen Kampf in sich als Kind. Ja, und zurück zu der Frage von meinem Stiefsohn, ja, ich tue es, glaube ich, auch, weil ich denke, dass vielleicht einige Menschen von euch, die das sehen vielleicht, oder Kinder oder was auch immer, vielleicht sehen sie, gut, ist schwer, ist hart, was man so erlebt, aber man kann das überleben, man kann auch was daraus machen. Ich habe darauf meinen ganzen Beruf aufgebaut, also es hat Jahre gedauert, bis ich verstanden habe, was will ich überhaupt tun in meinem Leben, weil ich so irgendwo durcheinander war. Und es ist immer noch nicht ganz so einfach für mich, mich festzulegen auf eine Sache, weil ich eben so viele verschiedene Facetten in mir habe, so viel auch Chaos erlebt habe, dass es schwierig für mich auf eine einzelne Sache mich zu konzentrieren. Ich brauche deswegen manchmal, keine Ahnung, mal malen, mal Musik machen, mal Hypnose, mal Coaching, mal dies, mal das. Aber zumindest mache ich seit über 10 Jahren etwas, was in den gleichen, sag ich mal so, Bereich ist, was früher nicht so war. Früher habe ich alle möglichen Jobs gehabt, wusste ich nicht, wer ich bin, warum tue ich das überhaupt und so weiter. Ja, ich hoffe also, dass ein paar Leute von euch diesen Video schauen und diese Videos und können daraus profitieren. Und mein Gott, ich bin jetzt 55, wisst ihr. Ich will nicht mehr so leiden um diese Dinge, aber ich will auch mich nicht schämen, wisst ihr. So, wenn ich all das erzähle, möchte ich noch was sagen dazu. Es ist nicht jetzt, dass ich meinen Vater hasse oder so, deswegen, weil ich meinen Vater trotzdem, wie gesagt, liebe und weil er trotzdem auch einiges mir gelehrt hat, also was mir auch heute wichtig ist. Ich finde es einfach nur schade. Ich finde einfach nur schade, wenn Eltern nicht schaffen, über ihren Schatten zu springen, wenn man unbedingt immer nur Recht haben wollen. Das ist einfach nur wirklich schade. Er hätte uns das Leben viel einfacher machen können. Und ja.